So, willkommen zurück zu Prince of Persia. Ich versuche das jetzt im Moment mal relativ schnell hinter mich zu bringen. Seid ihr schon auf der Plattform? Noch nicht. Lasst mich erst auf die Plattform. Ist ja gut, ich bin oben. Jetzt! Ich habe ja in der letzten Folge habe ich ja mal geskippt, dass wir hier betteln müssen, weil betteln ist ja mittlerweile voll. Ich muss doch darüber. Klar. Vielleicht aber nur ein bisschen später abspringen und gerade springen. So, Sound Upgrade. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt viel zu laut ist oder nicht, denn mir ist aufgefallen in den letzten Aufnahmen, dass manche Sequenzen ziemlich leise sind und in einem früheren Kommentar habe ich auch mal gelesen, dass einer bemängelt hat, dass in dem Spiel irgendwie keinerlei. Moment, stopp. Und weiter geht's. Ich wurde nur schnell angerufen. So, hier sind wir jetzt praktisch im Observatorium und unsere Aufgabe ist es. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt zuerst geradeaus muss, aber ich muss, glaube ich, eher nach links zu dem einen Schalter da. So, und das dauert noch ein bisschen. Deshalb müssen wir das hier jetzt möglichst so drehen. Und ich habe gerade gemerkt, dadurch, dass ich wenig Energie habe, könnte das ein bisschen knapp werden. Oh, mit dem Schalter drehe ich nur die hier. Okay, das heißt, ich muss nach rechts jetzt. Moment, ich muss gucken. Da komme ich nicht vorbei. Jetzt könnte es klappen. Ja. Ich muss nämlich da rüber. Zack. Da lang. Hey. Hey. Okay, fehlt da noch was? Ich würde nämlich sagen, eigentlich nein. Nee, da komme ich noch nicht hoch. Zack. Whoop. Dann muss ich doch zuerst in die andere Richtung. Oder ich müsste einfach geradeaus. Wir werden damit. Ja, Idiot. Sorry, dass ich jetzt wieder zurückgegangen bin, aber die Grafik. Nicht die Grafik unbedingt, aber irgendwie die Kamera, die ist blöd gemacht teilweise. Jetzt müsste es klappen. Jetzt müsste ich an meinen komischen Schalter kommen. Genau darüber. Dann so ändert sich alles wieder und ich kann rüber auf die andere Seite, wenn alles stimmt. Und wenn ich auch mal raffen würde, wohin ich müsste. Zack. Jetzt kann ich es neu anordnen. Oder? Es ist, glaube ich, sogar schon geordnet. Zack, an die Säule und rüberspringen. Yep, jetzt ist nämlich hier auch so eine blöde Stange. Ah, endlich! Der Raum ist Das Tor ist blöd, offen. finde ich, jetzt ganz ehrlich. Aber ich brauche unbedingt was zu. Ich komme. Hui! Hui! Haha! And death. Ach so, das war der Schalter, an den Fahrer gegangen ist. Komm So. schon. Ich bräuchte unbedingt was zu trinken. Also nicht in Real Life, Ah, ein sondern. Spalt! Moment, lasst uns erst den Korridor überprüfen. Na gut, ihr nehmt den Spalt.
Jo, sie geht direkt in den Spalt. Die hört nicht mal auf mich. Sieht gar nicht so cool aus. Ich bin hier oben. Oh, Wasser. Den Hebel dort. Ich bin echt mal gespannt, ob man mich später noch hört. Trinken. So. Aber in Sachen Brunnen, da müsste, glaube ich, bald wirklich mal wieder ein richtiger kommen. Nein! Press voll entgegengesprungen. Oh, ich bin auch blöd. Ich bin noch blöder. Meint ihr, ich kann drüber springen? Versucht's. Was kann schon passieren? Außer, dass du stirbst. Ach so, Schalter. Okay, das Rätsel war jetzt nicht so hyper. Apropos, ja, wirklich, ich muss jetzt mal gucken, ob hier irgendwo ein Brunnen ist. Und ich sehe gerade, dass ich nur noch einen... Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors. Vorsicht! Ihr solltet aufpassen. Ich sehe, dass ich nur noch einen einzigen Sandbehälter habe. Oh Gott. Ott! Hat genau gereicht. So. Da oben ist nix gut. Oh, kämpfen. Ich glaube, das speed ich ab. Hier bin ich. Das Tor geht nicht auf. Naja, kämpfen war mal. Da kommt gerade extrem blöd. Danke. Ich komm dann keinen. Ich weiß aber echt nicht, was für eine Funktion das zweite Schwert jetzt hat eigentlich. Ach, das war's schon. Perfekto! So, erstmal trinken. Unbedingt. Gott, hatte der Durst. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Am allerbesten nehmen wir hier die Leiter. Zum ersten Mal, dass man wirklich eine Leiter... Ah, Vögel! Komm schon. Warum schlage ich vorbei? Ah, nee, das wird zu viel. Zack. Oh, ich hasse Vögel. Was ich hier mache. Ich arbeite noch an einem Plan. Okay, die sind jetzt mal weg. Ich guck jetzt, dass ich zu Farah komme. Ah, darüber geht's.
Mhm. Darunter? Ja, gut. Haha, gucken wir mal. Drehen, 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 drehen. Zack. Ich bin draußen. Be happy. Oh. Supi. Da freue ich mich ja. Ich könnte sie heiraten. Schließlich ist sie die Tochter eines Maharajas. Meine Sklavin zwar, aber sie hat königliches Blut. So kann ich ihr wildes Wesen besser zähmen. Gar nicht schlecht, eine Frau mit Verstand. Eine Herausforderung. Okay, der will die heiraten. So, ich wundere mich jetzt echt, warum ich nochmal hier lang kann. Denn das gibt keinen Sinn. Warum soll ich nochmal hierher, wenn hier gar nichts ist? Seltsam. Naja, das Rätsel lösen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann. See ya.